Howard Marks kommt aus einem kleinen Ort in Wales. Es von hier aus zu Weltruhm zu bringen, ist schwer. Aber Howard ist anders. Er ist hochbegabt. Howard erhält ein Stipendium für die berühmte Universität von Oxford. Der Junge ist sich unsicher, ob er hier überhaupt mithalten kann. Doch der Zeitgeist hat sich auch an dieser Hochschule geändert. Hinter verschlossenen Türen feiern die Elite-Studenten wilde Partys. Willst du eine Tüte? Na was? Auch eine Tüte. Ich nehme keine Drogen, ich meine, ich hab's noch nie versucht. Ich werde doch jetzt nicht abhängig, oder? Howards Kumpel Graham macht viel Geld als Drogenkurier. Als er allerdings vom Zoll geschnappt wird, soll Howard eine Lieferung für ihn übernehmen. Alles läuft glatt und Howard beschließt es wieder zu tun. Es dauert nicht lange, bis er ganz groß im Geschäft ist. Bei der Beschaffung des Stoffes setzt er auf die Unterstützung von IAA-Anführer Jim McCann. Wann können wir loslegen? Von mir aus sofort. Wir haben alles zusammen, Schaffran, so viel du willst. Okay. Wie schnell schickst du das Nordel? Was zum Teufel ist Nordel? Streng mal deine Birne an, wir benutzen Codes. Codes und falsche Namen. Nordel ist Drogenscheiß. Nordel. Okay? Okay. Howards Zusammenarbeit mit Nordirland macht ihn auch für den britischen Geheimdienst interessant. Der MI6 bittet Howard, ihn als Spion mit Informationen aus dem Untergrund zu versorgen. Der nutzt die Unterstützung beider Seiten clever für seine Geschäfte. Mit jeder Lieferung wird er reicher und ein kleines bisschen größenwahnsinniger. Irgendwann ist ihm England nicht mehr genug. Weißt du, ich hab mir was überlegt. Wir sollten diese ganze Klein-Klein-Scheiße lassen und den amerikanischen Markt erobern. Wieso? Die Zahlen. Rechne doch mal. In England liegt der Marihuana- und Haschischkonsum bei etwa 3 Tonnen pro Tag. In den USA verbrauchen die 28 Tonnen an jedem einzelnen Tag. Mit Hilfe von Drogenhändlern in Afghanistan will Howard jetzt auch die Vereinigten Staaten versorgen. Doch schon die erste Lieferung geht schief. Der Zoll findet einen Teil der Drogen. Howard erfährt aus dem Fernsehen davon. Heute hat da draußen jemand 5 Millionen Dollar verloren. Denn heute konnte die Polizei die bisher größte Lieferung illegaler Drogen in der Geschichte Nevadas sicherstellen. Haschisch. Hochkonzentriertes Cannabis aus dem fernen Osten. Fast eine halbe Tonne, versteckt in den Hohlräumen von Lautsprechern. Von nun an wird Howard von allen gejagt. Von den Zollfahndern, vom MI6 und von der IAA. Mr. Nice ist die wahre Geschichte des echten Howard Marks und basiert auf dem gleichnamigen Romanbestseller. Schauspieler Reese Iffens brilliert in der Rolle eines der erfolgreichsten Drogendealers der 70er und 80er Jahre. Das Bonusmaterial der Blu-ray enthält unter anderem Audiokommentare von Marks persönlich und ein exklusives Interview.